Ja, wir sagen später Tschüss. Also, es geht nochmal um das Thema Kreuzprodukt. Was steckt denn hier dahinter? Gucken wir uns nochmal an. Wenn ich Brüche addieren will, muss ich sie gleichnamig machen. Das steckt dahinter. Ich wähle einen gleichen Namen und der heißt einfach so. Jetzt mache ich es mal mit leichteren Brüchen und dann sagt ihr, ach, naja, das hätte er auch leichter erklären können. Gut, also, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte herausbekommen ein Drittel plus ein Halb. Dann haben wir es doch bisher, ich mache es mal als Tippeldoppeltour, haben wir gesagt, okay, wir machen Sechstel draus. Sechstel müssen es werden. Und hier muss ich mal 2 nehmen. Wenn ich das kürze, komme ich wieder auf ein Drittel. Hier muss ich mal 3 nehmen. Jetzt habe ich beides gleiche Namen. Jetzt kann ich also sagen, das ist 5 Sechstel. Jetzt machen wir das Ganze mal mit Kreuzprodukt. Ich schreibe es nochmal hin. Ein Drittel plus ein Halb. Wandel ich um, indem ich sage, das ist 3 mal 2. Das ist mein neuer Nenner. Ich rechne den gar nicht aus. Ich sage einfach 3 mal 2. Und die 1, die musste ich mal 2 nehmen. Und diese 1 hier, die rechte, die musste ich mal 3 nehmen. Erkennt ihr was? 3 mal 2 ist auch 6. Ja, hier sieht man es ganz leicht. Hier kann ich also auch mit krummen Zahlen, ohne dass ich sie ausrechne, ein Kreuzprodukt bilden. Denn das Wichtige ist, dass ich stürzen kann. Ich darf aber hier noch nicht stürzen. Aber hier darf ich stürzen. Hier ist es möglich. Denn ich habe hier einen sauberen Bruch, keine Summe, kein Nichts mehr drin. Nur noch ein Produkt. Produkte, die sind nicht schlimm. Und hier auf der linken Seite habe ich sowieso einen sauberen Bruch, der heißt 1 durch r gesamt. Das ist der Hintergrund. Ohne dass ich hier mir einen Wolf rechne und einen gemeinsamen Nenner einzeln bilde, indem ich den hier auch ausgerechnet hinschreibe, könnte ich auch machen. Nochmal, hier würde ich es einzeln machen, würde ein Drittel zu 2 Sechstel und ein Halb zu 3 Sechstel machen, kann dann addieren. Hier sage ich, ohne dass ich rechne, obwohl es hier total leicht ist, habe ich meinen gemeinsamen Nenner so gebildet. Oder wie oben, nochmal, machen wir es nochmal so. Ich sage, das ist hier unten mein neuer Nenner und das ist mein neuer Nenner. Und hier oben habe ich gesagt, ich muss mal 2 nehmen und hier mal 3 nehmen. Ich kann es auch gleich auf einen Bruchstrich schreiben, 3 mal 2 und habe hier eine 2 plus 3. Das ist das Gleiche. Das Gleiche wie das hier. Gucken wir uns das nochmal an. Ich habe hier gesagt, ich habe 24, Moment, nochmal hier. 1 durch 13,3 Ohm, 1 durch 24 Ohm. Ich habe also gesagt, der gemeinsame Nenner ist 13,3 mal 24 Ohm zum Quadrat. Auf das Quadrat komme ich später nochmal. So, wenn ich das so mache, dann muss ich habe eigentlich nur mit 24 Ohm erweitert, muss ich korrekterweise natürlich sagen, Ohm mal Ohm ist Ohm Quadrat, aber hier oben steht auch ein Ohm und dann kürzen die sich wieder, es bleibt unten das einzige Ohm stehen. Hier drüben habe ich erweitert mit 13,3 Ohm. Demzufolge die gleiche Ohm-Geschichte. Seht ihr den Zusammenhang? Jetzt kann ich zusammenfassen und stürzen. Das ist das Wichtige bei R-Gesamt-Parallelschaltung ausrechnen. Das steckt dahinter. So, wir machen jetzt mal eine Schaltung, um diese Kreuzprodukttechnik nochmal auszuprobieren. Das hier. Beziehungsweise in einfachen Brüchen so. Ohne dass wir uns einen Wolf rechnen. Dass wir einfach das Kreuzprodukt als neuen Nenner hinschreiben. Das wollen wir hier probieren, und zwar eine Parallelschaltung mit diesen beiden Widerständen, 4,5 und 7,2 Ohm ist gegeben. Tippen können wir später alleine. Unser Ziel ist, dass wir stürzen dürfen. Gesuchtes R-Gesamt. Ich könnte noch andere Widerstände dahinter schreiben, ist jetzt albern. Machen wir erstmal die Übung damit. Wenn ich jetzt also von dieser Formel ausgehe, mache ich zu Anfang nur eins, ich setze ein. Was ich weiß, setze ich ein. Jetzt kommt ein entscheidender Schritt. Jetzt kommt die Kreuzprodukterei. Jetzt sage ich, ich muss einen gleichen Nenner finden. Den finde ich am besten, indem ich einfach die beiden Werte mal nehme. Das heißt, über Kreuz multipliziere ich das. Wer sich vielleicht noch anders einbringen will, der sagt, nicht, ich multipliziere irgendwelchen Mist über Kreuz, sondern ich erweitere bloß entsprechend mit dem anderen Wert. Hier. Erweitern heißt oben und unten mit dem gleichen Mist mal nehmen. Jetzt habe ich das aber, habe ich Folgendes erreicht. Die beiden Nenner, die sind nämlich gleich. Bloß, dass sie umgekehrt hingeschrieben müssen. Das ist egal. Wenn ich aber gleiche Nenner habe, kann ich den ganzen Kram zusammenfassen. Achtung, es ist immer noch 1 durch R gesamt. R gesamt. Jetzt schreibe ich das mal ein bisschen schicker hin.
Dann sage ich, hier drunter steht ein gemeinsamer Nenner. Der heißt 4,5 mal 7,2 oben zum Quadrat. Hier oben steht einmal, das kann ich mir schenken, 7,2 Ohm plus 4,5 Ohm. Steht hier. Ich weiß, ich könnte die Ohms vorher auch rauskürzen. Ich mache es jetzt aber nochmal Tippeltabeltur. Jetzt kann ich den Kram zusammenfassen. Es heißt immer noch 1 durch R gesamt. Denn ich habe hier oben noch eine Summe. Ich darf noch nicht stürzen. 7,2 und 4,5 sind 11,7. 11,7 Ohm. Geteilt durch, und da mache ich mir überhaupt keinen Kopf, ich rechne das gar nicht aus. Und jetzt kann ich eins machen. Jetzt darf ich stürzen. Jetzt steht nämlich hier keine Summe, nirgendwo eine Summe mehr drin und ein Produkt ist nicht schlimm. Also stürzen und dann kann ich tippen. Noch nicht tippen. Wenn ich hier stürze, steht 1 durch, statt 1 durch R gesamt steht R gesamt. Und hier oben steht, und das tippe ich jetzt ein, bevor ich mir aber einen Wolf schreibe, kürze ich mal ganz schnell die Ohms raus. Dann bleibt hier noch das Ohm übrig. Also weiter geht's. 4,5 mal 7,2 durch, achso, Ohm durch 11,7. Und jetzt kann ich eintippen und bin fertig. Bitte tippen. So, wenn ich das jetzt eingetippt habe, komme ich auf 2,769 Periode 769 Ohm. Okay, jetzt gucke ich mal, ob ich nicht Quatsch gerechnet habe. Ich sage ja einfach als Überschlag 4 mal 7 ist 28 durch 10, 2,8. Ne? Kommt sehr gut hin. Jetzt bedeutet es aber, dass ich aus zwei Widerständen einen geringeren gemacht habe. Das ist die ganze Sache. Dann erinnern wir uns, ich habe eine Parallelschaltung. Ich habe einen Widerstand, noch einen Widerstand parallel dazu. Der eine hatte eben diesen, der andere jenen Wert, wie hier oben schon beschrieben. Und der Gesamtwiderstand der Schaltung ist geringer geworden. Denn die Ströme dürfen, hatten wir ja gesehen, einmal hier lang und nochmal hier lang. Auch wenn sie es schwerer haben, trotz der Widerstände. Es kann mehr Strom fließen. Mehr Strom fließen heißt aber ein geringerer Widerstand. Ich hoffe, ich konnte diese Technik des Kreuzproduktes, das ja eigentlich nur ein Erweitern ist, hier, ich habe über Kreuz erweitert, ich habe die 7,2 hier genommen, hier habe ich mit 7,2 erweitert und hier mit 4,5. Ich hoffe, ich konnte diese Technik dieses Rechnens ohne zu rechnen ein bisschen klarer machen. Ist hier bei der ganzen Sache ganz wichtig, hier noch lange nicht stürzen, vorsichtig, ich habe hier eine Summe, hier ist gefährlich, noch lange nicht. Hier, nachdem ich noch nicht alles rausgekürzt habe, hier kann ich jetzt stürzen, ich habe keine Summe mehr, ein Produkt ist nicht schlimm und hier kann ich jetzt tippen und dann habe ich es raus. Gut, fassen wir nochmal zusammen. In diesem Fall hier bei Mischschaltungen, weil ich habe zu einer einfachen, zu einer Lampe, zwei Lampen in Reihe geschaltet, aber parallel dazu geschaltet. Wir haben hier mal nachgemessen, was alles rauskam, haben mal die Widerstände im Einzelnen ausgerechnet und kamen dann auf einen Gesamtwiderstand der Schaltung von 8,571 Ohm. Das kann man dann im Video nochmal verfolgen, wenn man von Anfang an beginnt. Ersatzweise habe ich gesagt, diese Lampe, die nehme ich mal jetzt nur als Widerstände. Und wir wissen, in Reihe zusammen sind diese beiden 12 Ohm Widerstände 24 Ohm. Ich habe also 13,3, dazu parallel 24 Ohm geschaltet. Und den Widerstand auszurechnen, das geht so, indem ich nämlich erstmal einsetze in die Formel. Ich habe hier 2 und 3 zusammengefasst, deswegen habe ich den Index 2,3 geschrieben. Und dann kam diese Technik. Die Technik, die möchte ich aber nochmal ganz schnell leichter erläutern. Es geht letzten Endes darum, wir machen Brüche gleichnamig, indem wir irgendwie hier ein kleinstes gemeinsames Vielfaches finden. Das kleinste ist hier 6, das sieht man. Ohne zu rechnen, schreibe ich es so hin oder zusammengefasst so. Und diese Technik, die haben wir hier nochmal angewendet. Wir haben hier mal schon wieder eine Widerstandsschaltung gegeben, wir wollten den Gesamtwiderstand und das Video am besten nochmal von Anfang angucken, dann weiß man, wie man das rechnet. Achtung, hier ist die Klippe. Noch nicht stürzen. Erst wenn keine Summen oder Differenzen mehr drin sind, sondern nur noch Produkte, dann kann ich stürzen und dann kriege ich mein echtes R-Gesamt raus. Ich hoffe, dass ich auch allen Elektrikern und Elektronikern und sonst was damit eine Hilfestellung geben konnte und wir verabschieden uns mit einem freundlichen... Genau.